Ja, was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Wir haben hier, kann man kurz die Map aufmachen, wie fast in jeder Folge in letzter Zeit. Wir sind hier gestrandet in einem Gebäude, haben hier so ein bisschen Unterschlupf oder Schutz gesucht vor all den Zombies. Unsere Base hier ganz unten, aber unser Ziel ist es, hier nach oben zu gehen, wo, das Ammunition oder der Pawnshop ist, wo auch viel Militärstuff gibt. Da können wir eventuell ein bisschen durchlooten und hier sind auf jeden Fall auch Autos und eine Garage oder so eine Kfz-Werkstatt. Das weiß ich noch vom letzten Mal, als ich da war. Deswegen ist das Ziel heute, dorthin zu gelangen und mit etwas Glück ja, ein Auto zu finden, was dann auch Gott sei Dank hoffentlich fahrtüchtig ist. Ich esse mal hier das ganze Müsli auf. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen hungrig. In der letzten Folge hatten wir auch, wenn ihr es nicht gesehen habt, eine bösartige Erkrankung. Die haben wir recht zügig heilen können, Gott sei Dank. Hat uns aber ein bisschen genervt mit dem Husten und Niesen, was natürlich die ganzen Zombies angelockt hat. Aber gut, so, Fachzeitschrift für Schrift für Elektroausgabe habe ich gelesen in der letzten Folge. Wir können jetzt also einen Zeitschalter herstellen und einen Zeitschalter hinzufügen. Was genau das bringt, keine Ahnung. Also vielleicht kann man da irgendwie eine Zeitbombe oder sowas herstellen. Ich weiß es nicht. So, es ist ein bisschen kühl, es geht aber bergauf. 5 Uhr. Ich würde sagen, wir verplempern nicht so viel Zeit und ja, gehen einfach mal nach draußen mit der Hoffnung, jetzt nicht zu viele Zombies hier in der Nähe zu haben. Oh ja, es ist leichter Wind und es wird noch kälter als sonst. Wir sind eigentlich ganz gut eingepackt. Wir haben so einen Rundheitspullover, den wir angezogen haben. Deswegen hoffe ich, dass das einigermaßen geht. Ich schaue mal ganz kurz, ja, ich will jetzt nicht in die Map gucken, während es dunkel ist. Das kann natürlich sein, ja, da kommen schon die Gruppen von Zombies hier unten auch. Ja, dann würde ich sagen, einmal Sperr raus und dann kümmern wir uns mal um die Kollegen. Das ist hier irgendein Deputy. Oh, die hat ein Jagdmesser, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Weil allzu lange hält unser Speer nicht mehr. Wir können aber einen neuen Speer craften. Das sollte nicht das Problem sein. Sehr gut. Perfekt. Okay, das Jagdmesser nehmen wir auf jeden Fall mit. Können wir vielleicht sogar hier irgendwo anbringen. Sehr gut. Haben wir nochmal ganz kurz in die Map geschaut. Wir müssen genau hier einfach oben weiter. Dann kommt noch so ein kleiner Zwischenstopp. Da können wir mal gucken, was da ist. Eventuell noch ein paar Gebäude. Okay. Ja, da sind schon ein paar mehr. Die sollten wir vielleicht umgehen. Packen wir unser Speer weg. Vielleicht können wir ja einen Speer craften in der Zwischenzeit. Wir bräuchten dafür, glaube ich, einfach nur ja, ein paar Äste. Ne? Aber nur ist gut. dafür müssen wir, glaube ich, einen Baum fällen. So, hier ist ein Einzelner, der sich verirrt hat. Den kümmern wir uns mal direkt. Jawohl. Und weiter geht's. Kommen immer mal wieder auf dem Weg so ein paar kleine Horden. Die sind aber Gott sei Dank nicht so problematisch. Nur wenn wir auf größere Gruppen treffen, die mich dann auch umzingeln können, dann wird es problematisch. Aber bislang geht es einigermaßen. Okay, Speer ist auf jeden Fall kaputt gegangen. Das heißt, wir müssen vielleicht nicht unbedingt das Messer alleine, oder? Wollen wir das Messer nutzen? Ich glaube, allzu gut sind wir mit dem stumpfen Messer noch nicht. Das könnte gefährlich werden. Ja, es geht. Nicht so effektiv wie die Machete, aber
Es geht. So, sehr gut. Hier hinten lasse ich mal an mir vorbei. Kann sein, dass es neblig wird. Ja, es wird, glaube ich, langsam neblig. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Dann ist die Sichtweite natürlich noch mehr eingeschränkt. Sehr gut. Und den kriegen wir auch erledigt. Ja, Jagdmesser geht einigermaßen. Ich würde mir aber gerne irgendwie einen Speer craften. Okay, da wird es ein bisschen gefährlicher. Dann rüste ich hier auf jeden Fall mal einen Schlagstock aus. Okay. Vielleicht doch ein bisschen besser, gerade gegen mehrere Zombies. Ja, oder vielleicht doch nicht. Ja, durch den Schlagstock sind wir natürlich sehr schwer beladen, weil wir den jetzt nicht im Rucksack haben. Sollen wir vielleicht irgendwie ein bisschen umdisponieren. Okay, sehr gut. Ich würde sagen, wir öffnen aber mal vielleicht... Ja, öffnen nicht. Wir essen mal hier diese Packung Kidneybohnen. Und dann können wir hier vielleicht mal gucken. Hier sind zwei Briefkästen. Das heißt, hier in der Nähe sollten eigentlich ein paar Häuser sein. Oder ein paar mehr. Ich gucke aber gleich mal in die Map rein. Ja, die losen Kidneybohnen haben uns unglücklich gemacht. Das ist das Problem. Oh mein Gott, das war eng. Okay, jetzt wird's eng. Ah, ich glaube, wir werden auf jeden Fall stärker. Okay, sehr gut. Huli, huhuhuhu. Wird immer. Das wird immer knapper gefühlt. Okay, hier unten müssten eigentlich Häuser sein, weil wie gesagt Briefkästen hier sind. Ich guck mal ganz fix in die Map rein. Ja, okay, ich will ja eigentlich hier hin. Wir lassen das einfach mal aus. Wir lassen das mal aus. Und gehen direkt weiter. Ich möchte ehrlich gesagt wieder zurück zu meiner Base. Ich habe langsam die Schnauze voll. Erkunden schon. Oh, wir sind depressiv. Holy shit. Was zum Teufel? Wir sind am Boden zerstört. Okay, deswegen sind wir wahrscheinlich gerade so schlecht im Nahkampf. Okay, hier oben würde es auch weitergehen, aber ja, ich will ehrlich gesagt noch nicht. Da gibt es mit Sicherheit auch ein Haus oder ein Häuschen, was wir looten könnten, aber ja, komm, wir gehen unserem Ziel entgegen. So, die halt ein Küchenmesser ist das anscheinend, ne? Ja, ist ein Küchenmesser. Oh, Jagdmesser und Antidepressiva. Oh. Antidepressiva könnte ich jetzt gebrauchen. Weil wir wieder depressiv sind. Das Problem ist, ich habe irgendwie Schiss, wenn wir jetzt Antidepressiva nehmen, werden wir ständig depressiv. Also dass wir dann irgendwie abhängig von diesen Pillen sind. Und das will ich irgendwie vermeiden. Wir haben es jetzt einmal genommen, vor ein paar Folgen. Sollte aber auch ausreichen. So, wir rüsten mal aber wieder das Kampfmesser aus. Was hat die da stecken? Eine Rohrzange. Oh. Ich dachte jetzt irgendwie ein Katana-Schwert, das wäre ja mega episch. ist aber ein Bleirohr. Ist, glaube ich, jetzt nicht so effektiv im Nahkampf. Hier oben wäre eventuell wieder ein Häuschen. Hier ist sogar ein Auto. Da gucken wir natürlich mal, ob es fahrtüchtig ist. Ich vermute aber nicht. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht fahrtüchtig ist. Und wir sind wieder recht schwer beladen. Nein, ist auf jeden Fall nicht fahrtüchtig. Hat auch keinen Kraftstoff mehr. Oder kein Benzin im Tank. So, hier oben sind wir jetzt. Ja, wir sind jetzt dort, wo diese blauen, ich weiß nicht, was diese blauen Felder sind in der Map. Schau ich mal an. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Holzfällerlager oder Lager, Holzlagerplatz aus.
schauen wir uns gleich mal genauer an. Wenn wir die hier erledigt haben. Das wird immer schwieriger gefühlt. Okay, sehr gut. Was ist das hier für Orte? Nee, ist auf jeden Fall, sind zwei Hütten. Aber was blau bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also gelb waren ja, glaube ich, so Industriegebäude. Grün waren, glaube ich, blau oder waren blau Gewerbegebäude. Ich weiß es nicht mehr. Werden wir gleich herausfinden. Ich rüste mal lieber, glaube ich, nochmal den Schlagstock aus. Gerade weil jetzt mehrere Zombies hier ankommen. Jawohl, sehr gut. Der hat auch immer stecken. Nicht nur Dreck am Stecken. Sehr gut. Buttermesser. Okay, das wollen wir nicht. Ja, eventuell können wir hier so ein bisschen uns ausruhen. Was ist das hier für ein Gebäude? Sieht auch ganz cool aus. Kennen wir noch so gar nicht. Ja, sieht aber leer aus. Ich glaube, hier werden wir nicht wirklich... Oh nein. Shit. Das haben wir jetzt überhaupt nicht gebraucht. Das ist eine Kirche, ne? Oh, shit. Okay, weg. Das Gute ist, die Zombies werden jetzt hier hingehen und wahrscheinlich eher weniger mich verfolgen, hoffentlich. Okay, ich muss mir hier irgendwie den Hintereingang aussuchen. Ja, bitte Fenster einmal zu. Vorhänge zuziehen. Ich hoffe, dass ich hier jetzt sicher bin. Und dass die Zombies dann zum Gebäude, wo die Alarmanlage schlägt, hingehen. Ich sollte hier vielleicht die ganzen Vorhänge zuziehen, aber hier gibt es leider keine Vorhänge. Hier muss ich auf jeden Fall schleichen, weil jetzt hier ganz viele Zombies in der Nähe sind. So, wir befüllen hier einmal unsere Flasche. Die war auch sogar leer, holy shit. okay. Nehmen Pinzette, Parfüm, nein. Fischenband 1, okay. Brauchen wir erstmal alles nicht. Alarmanlage hat aufgehört zu läuten. Wir öffnen mal die Dose Thunfisch. Und essen die mal direkt. Ja, das kaputte Jagdmesser kann auf jeden Fall weg. Und das hier einmal essen. Können wir schon irgendwas hier reinpacken in den Rucksack? Das wäre super, jawohl. Taschentuch auch hier rein, ja. Okay, es klopft auf jeden Fall jemand an der Tür. Hier werden wir auch nicht viel finden. Deswegen gehen wir auch gleich wieder raus. Okay, der hat eine Schere am Rücken. Das interessiert mich nicht wirklich. Deswegen würde ich sagen, einfach mal schnell weg hier. Okay, diese Gebäude waren leider nicht so interessant. Das Interessante wird gleich kommen. Ja, die können hier mal ruhig runter. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann lock ich die weg von dem Gebiet, wo ich jetzt hingehen möchte. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gewesen, dass da ja die Alarmanlage ausgelöst worden ist. So, ich mache einmal die Map nochmal fix auf. Und wir wollen ja hier oben hin. Da sind wir gleich da. Schön. Der hat einen Schraubenzieher. Der ist auch eher weniger interessant. Dann laufen wir einfach mal weiter. Wir sind wirklich sehr, sehr depressiv. Warum auch immer. Ich glaube, weil wir diese ganze Packung Kidneybohnen einfach so roh gefressen haben. Ich glaube, wenn ich das im Real Life machen würde, wäre ich auch depressiv. Das schmeckt halt einfach nur eklig. Also Kidneybohnen an sich sind schon gut, aber wenn man die einfach so roh aus der Dose oder aus der Packung isst, nee, danke. So, einmal die Map kurz öffnen, bevor wir die hier oben entgegenkommen. Okay, ein bisschen müssen wir noch gehen. Und dann sind wir gleich da. Okay, ich würde auch sagen, wir gehen nur ruhig die Straße wieder runter. Ah, wobei, da sind schon einiges an Zombies. Vielleicht sollten wir die doch eher umgehen. Ich glaube, wenn man auch auf dem Rasen läuft oder auf dem Feld, dann hören die nicht so, sind die Schritte nicht so laut. Ich sehe gerade, der Dude hat, glaube ich, eine Axt am Rücken. Der hat einfach mal eine Axt am Rücken.
Wie geil ist das denn? Die schnappe ich mir auf jeden Fall. Auch wenn wir hier jetzt schon recht schwer beladen sind. Alter, wie ich den wegstoße. So, komm schon. Sehr geil. Und die Axt nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Erstmal im Rucksack. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir die irgendwie ausrüsten können. Aber wir sind immer noch nicht schwer beladen. Das ist gut. So, hier ist die Gegend, wo ich hin wollte. Und hier sind sehr, sehr viele Autos. Und wenn wir hier kein Auto finden, was, ich sag mal, fahrtüchtig ist, dann haben wir wirklich mega Pech. Dann haben wir wirklich sehr, sehr viel Pech. Hier ist auch ein, ich sag mal, kleine Arztpraxis. Vielleicht finden wir da auch was Interessantes. Wir waren hier schon. Wir haben hier schon durchgelootet. Aber man findet ja trotzdem immer noch was Interessantes. Ich würde sagen, an der Stelle, wir sind jetzt angekommen am Ziel, wo wir sein wollten. Ich, danke fürs Zuschauen. Ich setze mich hier auf den Boden, ruhe mich ein bisschen aus. Und wir sehen uns, ja, an selber Ort und Stelle in der nächsten Folge hier wieder. Also bis dahin. Ciao.